Im nächsten Abschnitt schauen wir uns jetzt den endgültigen Algorithmus, der dann den Namen Knuth Morris Pratt auch wirklich hat, an. Da sind wir schon fast, aber wir hatten ja eben festgestellt, dass dieser String-Matching-Automat mindestens mal so viel Speicher braucht, wenn wir diese Tabelle für alle Alphabetszeichen speichern wollen. Und da können wir noch ein bisschen was verbessern. Das ist dann die dritte Einsicht der drei Herren. Wenn wir diesen Algorithmus anschauen, der die Tabelle füllt, dann war der dominante Aufwand, wir kopieren die komplette Spalte von dem Fehlerzustand zum neuen Zustand und ändern eine Zeile. Vielleicht kann man ja diesen Schritt on the fly machen, während dem Matching, statt vorab. Und dann spart man sich den Platz für die Tabelle und auch die Zeit zum Kopieren von diesen ganzen Spalten. Aber vielleicht ist nicht so ganz klar, wie das gehen soll, insbesondere passt es nicht in die Automatenwelt. Also wenn ich einen deterministischen, endlichen Automaten will, dann muss ich irgendwie diese Tabelle speichern. Eins zu weit, komm schon. Was wir da tatsächlich tun können, ist einen leicht anderen Automatentyp verwenden und dann geht das. Nämlich die sogenannten Failure Links. Die habe ich einfach so mit so einem X gekennzeichnet. Das sind andere Kanten als in einem Automaten, die lesen nämlich kein Zeichen, sondern die verfolgen wir, wenn alle anderen Optionen sozusagen nicht funktionieren. Dann muss ich die Fehlerkante benutzen, aber das Zeichen, das ich im Text lese, bleibt das gleiche. Im endlichen Automaten ist immer so, jede Kante konsumiert ein Textzeichen und das ist dann auch weg. Und die Kanten hier sind eben nicht so. Das heißt, wir können einen Automaten so haben, der für jeden Zustand auch nur eine so eine Fehlerkante hat. Macht keinen Sinn, mehrere zu haben. Ja. Das ist nicht das gleiche wie Epsilon-Übergänge, weil ein Epsilon-Übergang sozusagen immer eine Option ist. Ich hätte auch eine der anderen Kanten nehmen können. Und hier, den darf ich sozusagen nur nehmen, wenn die andere Kante nicht passt. Also ein Epsilon-Übergang macht einen Automaten quasi sofort nicht deterministisch, weil ich sie immer nehmen kann oder nicht nehmen kann. Und diese Failure-Links machen den Automaten nicht deterministisch. Der bleibt deterministisch in seiner Berechnung. Das ist sozusagen der Unterschied. Ja. Von 1 und 0 ein Epsilon und ein B. Epsilon minus B. Ja, was heißt schon Epsilon minus B? Ne? Ja, Sigma minus A. Das ist nur eine Kurzschreibweise für alle Zeichen außer A. Aber ich weiß nicht, was Epsilon minus A ist. Oder Epsilon minus B. Ja, es ist nicht so klar, wenn Sie das nächste Zeichen noch nicht gesehen haben. Also es ist anders als Epsilon-Kanten, eben weil Sie sie nur nehmen dürfen, wenn die anderen Übergänge nicht passen. Vielleicht ein Beispiel, wie die funktionieren, wenn mich der Rechner lässt. Haben Sie eben schon gesehen, das ist der Automat in groß mit dem Text. Und jetzt laufen die Übergänge einfach so ab. Ich starte wieder bei meinem Zustand 0. Wenn ich die Match-Kante nehmen kann, dann muss ich sie auch nehmen. Entsprechend auch hier dann, das soll eine 1 sein, naja, das macht keinen Spaß so. Vielleicht machen wir es nur so mit dem Zeige. Also, ich bin in Zustand 0, ich lese das A, das kann ich lesen, also muss ich in die Zustand 1 gehen. Nächstes ist ein B, das kann ich lesen, muss ich also lesen. Gleiches gilt mit dem A. Und dann kommt ein B und noch ein A, die kann ich auch lesen. Bin ich in Zustand 5. Und jetzt kommt, aber im Automat hätte ich gerne ein C. Was aber wirklich kommt, 1, 2, 3, 4, 5, ist ein B. Also vielleicht können wir das ja hier irgendwie. Oh Mann, ey. Okay. Wir sind hier in Zustand 5 und lesen aber jetzt ein B statt dem C, das der Automat gerne gehabt hätte. Das heißt, wir müssen die Fehlerkante nehmen, gehen zu Zustand 3, aber ohne dieses B konsumiert zu haben. In Zustand 3 kann ich das B aber lesen. Das heißt, ich gehe dann, indem ich das B lese, in den Zustand 4 über. Da kann ich das A lesen, das nächste, und bin wieder in 5. Jetzt kommt natürlich der gleiche Schlamassel wieder. Ich hätte gern C, aber kriege ein A. Das heißt, ich muss die Fehlerkante verfolgen. Und jetzt kann mir eben passieren, in Zustand 3 kann ich immer noch kein A lesen. Ich muss noch eine Fehlerkante verfolgen.
Und in Zustand 1 kann ich immer noch kein A lesen, das heißt, ich muss nochmal. Erst in Zustand 0 darf ich das A dann endlich verwerten und bin dann in meinem Zustand 1. Okay? Also hier in ordentlicher aufgeschrieben. Ich habe im Prinzip nur diese letzte Zeile hingeschrieben. Also der Punkt ist einfach, ich darf die Fehlerkante nur nehmen, wenn nichts anderes passt, bleibe aber auf dem gleichen Zeichen stehen. Dieser letzte Teil ist so wie bei einem Epsilon-Übergang. In Anbetracht der Zeit würde ich mir die sparen. Lieber noch eine Frage? Also woher die Labels von den Kanten kommen? Ah, ja, okay, das hatte ich Ihnen noch nicht gesagt. Genau, da kommen wir gleich zu. Den muss man natürlich auch irgendwie berechnen. Also, um das abzukürzen, da Sie ja auch das Beispiel sehr gut durchschaut haben, es kann mir halt passieren, dass ich in jedem, bevor ich ein Zeichen lesen kann, erstmal durch alle Zustände, na, so rum von Ihnen, zurückspringen muss. Das heißt, dieser schöne Konstantzeitübergang pro Zeichen im Text, der ist erstmal passé. Ansonsten mal angenommen, wir haben diese Failure Links schon berechnet. Da gibt es dann hier eine Prozedur, die dann gleich kommt. Angenommen, wir haben das berechnet, dann ist dieser Code im Wesentlichen ausgeschrieben, was die Simulation im Automaten macht. Ich habe einen Zustand im Automaten Q, ich habe eine Position im Text I und dann mache ich das, was ich Ihnen am Beispiel vorgeführt habe. Wir gehen durch die Zeichen vom Text durch. Solange ich die Matchkante verfolgen kann, muss ich das tun. Also das nächste Zeichen im Text passt zu der Matchkante. Dann gehe ich in einen nächstgrößeren Zustand und konsumiere auch das Zeichen im Text. Falls mich das in den absorbierenden Zustand bringt, dann kann ich den Match zurückgeben. Jetzt muss ich da halt rückrechnen, wo der angefangen hat. Die API-Bedingung von diesen ganzen String-Matching-Algorithmen war eben, dass sie eine Zahl zurückgeben, was der Anfangsindex vom Match ist. Falls das nicht der Fall ist, also ich bin noch nicht am Ende oder hatte hier überhaupt keinen Match, dann muss ich noch weitermachen. Wenn das Zeichen nicht gematcht hat, dann muss ich eine Failure-Kante verfolgen. Und der Zustand 0 hat formal keinen Failure-Link. Da muss ich ein Zeichen konsumieren und bleibt dann in Zustand 0 im schlimmsten Fall. Für alle anderen habe ich den eben berechnet. Dass das Array da oben einen Eintrag 0 hat, ist einfach nur, weil das halt in vielen Programmiersprachen eh nicht bequem zu machen ist, ab 1 anzufangen. Wir würden aber Fail von 0 nie lesen an der Stelle. Genau, der letzte Fall ist sozusagen nur, falls ich im Zustand 0 bin, dann muss ich einfach dieses Zeichen konsumieren. Okay. Jetzt hatten wir schon festgestellt, es kann passieren, dass ich, wenn ich ein Zeichen aus dem Text lese, Zeit m brauche. Wenn das also immer so wäre, dann wäre am Ende n mal m wieder unsere Zeit und wir wären zurück beim Brute Force-Algorithmus. All der Ärger für nichts. Das wäre sehr ärgerlich. Gott sei Dank ist es nicht so. Obwohl auch hier erstmal, wenn man den Code oberflächlich anschaut, wir haben eine Schleife, die n mal läuft und wir haben hier innen nochmal keine weitere Schleife, aber wir haben das i wird nicht jedes Mal größer gemacht. Das ist der Punkt. Es kann mir passieren, dass ich hier nur in den Teil gehe, bleibt i gleich. Das heißt, ich könnte diese äußere Schleife mehrmals durchlaufen mit dem gleichen i. Wenn man sich aber genauer anschaut, was passiert, kann das nicht passieren. Vielleicht die Intuition vorab. Damit das passieren kann, dass ich diese lange Kaskade von Failure-Links verfolgen kann oder muss ich viele Schritte davor gehabt haben mit einer Match-Kante. Sonst wäre ich ja gar nicht da drüben in den hohen Zuständen. Und wiederum, wann immer ich eine Match-Kante verfolge, konsumiere ich ja ein Zeichen aus dem Text und mache also Fortschritt. Das kann also nicht beliebig lang hin und her gehen. Und formal kann man sich anschauen, dass man in jeder Iteration entweder im Text ein Zeichen konsumiert oder das Pattern effektiv verschiebt, indem man den Zustand anpasst. Also formal ist entweder i oder i minus q nach einer Iteration 1 größer. Und beides kann nur n mal passieren.
Ich kann nur n Zeichen vom Text lesen und ich kann das Pattern nur n mal verschieben, dann bin ich am Ende durch. Das heißt, mehr als 2n Iterationen und damit hier diese, wir hatten ja gesagt, wir zählen Vergleiche. Mehr als 2n Vergleiche kann ich nicht haben. Ist, wenn Sie wollen, eine amortisierte Analyse und wir haben ein Potenzial genommen, hatte ich nicht so genannt, aber das Potenzial ist der Zustand. Es fehlt nur noch eine Sache, wir müssen diese Failure Links irgendwie berechnen. Und tatsächlich haben wir alles, was wir dafür brauchen, schon gemacht. Die Failure Links sind schlicht dieser Zustand X, den wir vorhin in der Konstruktion von den Automaten schon hatten. Und ich hatte es da so ein bisschen anmoderiert, dass das so sein wird, aber es ist vielleicht dann trotzdem nochmal ein bisschen unklar. Der Algorithmus, um die zu berechnen, ist hier ausgeführt, aber im Wesentlichen ist das der, wir simulieren den Algorithmus auf dem kleineren Automaten, während wir ihn konstruieren, Teil von vorhin ausformuliert, aber sonst genauso. Also, wie sieht das aus? Wir haben diesen Fehlerzustand, zu dem wir zurückgehen. Dann schauen wir uns die Iteration, wo wir den Automaten konstruieren, an. Hypothetischer Automat. Wir speichern den letzten Fehlerzustand als unseren Failure Link. Da würden wir hingehen von Zustand J. Und dann berechnen wir, wohin Zustand X jetzt gehen muss. Und dann gibt es nur zwei Fälle. Entweder X hat eine Matchkante, geht nach rechts. Das ist dieser Fall. Dann machen wir es 1 größer. Oder wir müssen einen Failure Link verfolgen von X aus. Dann gehen wir zurück. Und das sind dann aber immer welche mit kleinerem Index, das heißt, die haben wir in der Schleife schon berechnet. Also intuitiv ist es genau das gleiche wie vorhin. Sieht im Code ein Ticken anders aus, weil wir nicht diese Zeile kopieren und so weiter. Hier ist jetzt auch wieder auf den ersten Blick nicht klar, was die Laufzeit ist, weil wir eine äußere Schleife haben, die m mal durchläuft. Und hier innen noch eine innere Schleife, die vielleicht noch m-mal durchlaufen werden könnte. Ähnliche Situation. Wir könnten eventuell, um ein Zeichen zu lesen, m-mal einen Failure-Link verfolgen müssen. Aber auch gleiches Argument wie eben, dass das nicht immer passieren kann. Um viele Failure-Links zu verfolgen, muss ich vorher irgendwie vorwärts gelaufen sein. Und das konsumiert jeweils ein Zeichen oder inkrementiert mein J. Das heißt, im Prinzip die gleiche Iteration wie vorhin. Also wie hier wird x immer echt kleiner. Das ist, weil der Failure-Link immer echt nach links geht. Der ist immer echt kleiner als x. Das heißt also, jede Iteration von der While-Schleife macht x kleiner. Aber x kann überhaupt nur größer werden, 1 pro äußere Iteration. Das heißt, in Summe über alle Iterationen der äußeren Schleife sind die Iterationen der inneren Schleife höchstens m. Denn das ist die Anzahl der äußeren Iterationen. Also quasi die gleiche Analyse. Und damit sind wir mit Knuth-Morris-Pratt dann auch durch. Wir haben 2m Zeichenvergleiche für das Pre-Processing, um diese Failure-Links zu berechnen. Und 2n Vergleiche für das tatsächliche Finden von einem Pattern im Text. Und bei ist es auch das Beste, was man sich wünschen kann, weil ich muss zumindest die Chance kriegen, den Text und das Pattern einmal zu lesen. Also könnte man sagen, KMP ist optimal, aber wann immer Ihnen jemand sagt optimal, fragen Sie bezüglich was. Und da ist hier halt wichtig zu sagen, im Worst Case und bezüglich Anzahl Zeichenvergleiche. Der Speicher, den wir brauchen, ist deutlich niedriger. Vorhin hatten wir Sigma mal M, jetzt haben wir nur noch M. Das ist also quasi nochmal so viel Platz, wie das Pattern braucht. Das kann man meistens verschmerzen. Also es gibt noch zwei kleine Nachträge zu KMP. Einmal die Frage, schauen wir uns gleich im Detail an. Und dann noch ein Kommentar danach.
Aber die magische 10 wieder voll wenigstens. Okay. Dann also einmal hier die Antworten. Und das hat auch ganz gut gepasst. Also brauchen wir das vielleicht nur kurz besprechen. Im Vergleich zu den String-Matching-Automaten, die wir davor hatten, habe ich diesen Faktor Sigma gespart. Das ist das Pre-Processing, was schneller wird. Der reine Matching-Teil ist wahrscheinlich tendenziell eher ein Ticken langsamer, weil man ab und zu diesen Rückwärtsschritt hat. Ist aber auch nicht viel. An Anzahl Vergleichen werden wir auch eher ein Ticken schlechter dadurch. Wobei das auch ein bisschen daran liegt, dass der String-Matching-Automat im Matching-Teil gar keine Vergleiche macht, sondern die Zeichen in guter Word-RAM-Manie als Indizes in einem Array benutzt und das sozusagen aus dem Kostenmodell rausfällt. Aber okay. Ist ja auch ohne diesen Nitpick wahr. Wir brauchen dafür weniger Speicher. Und es funktioniert für beliebig große Alphabete. Das heißt, diese ganzen Geschichten, ob jetzt alle Unicode-Zeichen da drin sind oder nicht, ist gar nicht relevant für KMP. Das ist auf jeden Fall nett. Naja. Okay. Zweiter Nachtrag. Das Ding ist nicht ganz neu. Es gibt diesen Algorithmus schon relativ lang, ist auch sehr elementar. Und da hat sich einerseits, so wie das damals aufgeschrieben wurde und so wie man es heute unterrichtet, das hat sich so ein bisschen auseinanderentwickelt, was auch also gut ist für den letzteren Teil. Was aber bedeutet, dass manche anderen Dinge auf der alten Version aufbauen. Deswegen insbesondere die Schreibweise, die ich auch öfter mal gesehen habe, als die KMP-Prefix-Funktion definiert wie folgt und aber ist im Prinzip nichts anderes als unsere Failure Links. Das ist sozusagen die Hauptmessage. Die Definition von der Funktion ist aber trotzdem ganz hilfreich. Das heißt nämlich hier dann, das ist das, ja, irgend so ein, hier ist unser Pattern, aber wir schauen uns nur die ersten, die Position bis J an. 0 bis J, der Teil da hinten ist sozusagen ignoriert. Und von diesem vorderen Teil fragen wir jetzt, was ist das längste Präfix, das auch ein Suffix von dem gleichen Ding ist? Das gibt das gleiche Bild, was wir die ganze Zeit schon gemalt haben. Also hier den Teil hinten, den ignoriere ich wieder, den gibt es quasi nicht. Und ich frage mich, wie weit kann ich das schieben, sodass diese Zeichen hier trotzdem alle übereinstimmen? Und dann möchte ich eben das längste und die Länge von dem Überlapp. Das ist genau mein F an der Stelle. Der einzige Unterschied zu unserer Notation ist, dass wir inklusive, exklusive anders definiert haben. Das heißt aber auch, insbesondere für unsere Failure-Links haben wir diese vielleicht einprägsamere Definition oder Charakterisierung. Es ist die Länge vom längsten Präfix der ersten Q-Zeichen, die auch ein Suffix davon sind. Und hier wieder formal bei 1 angefangen, weil sonst wäre immer das ganze Wort ist natürlich auch ein Suffix von sich selbst. Aber andere Formulierung wäre die längste vom längsten echten Präfix der ersten Q-Zeichen, der auch ein Suffix seiner selbst ist. Die Formulierung in Worten ist immer, drehe ich mich immer zweimal im Kreis, aber mit dem Bild kann man es sich besser merken, finde ich. Ja. Das heißt bis zu dem Index, aber exklusive, also P0 Punkt Punkt Q. Als konkretes Beispiel, das wäre halt P0, P1 und P2 und die 3 ist ausgenommen. Das Schöne an dieser Notation ist, deswegen ist sie auch im Programmieren so verbreitet, ich kann einfach 3 minus 0 rechnen und habe die Länge. Und natürlich ja, hat andere Vorteile beim Programmieren, Beschleifen und so. Abgesehen davon ist es gebräuchlich, bei 0 anzufangen und dann ist es so bequemer zu schreiben. Falls Sie in unserem Buch lesen, da kommt
Da sind die Strings anders definiert, da fangen die bei 1 an, aber witzigerweise für das Äquivalent von den Failure-Links kürzt sich das wieder raus und es, die Definition ist identisch. Ja, weiß nicht, ob das. So ist es halt. Für den Fall, dass Sie da drin lesen, dachte ich, das hilft Ihnen vielleicht ein paar Minuten zu sparen.